Heute ist der 20. September und ich habe noch ein paar Restarbeiten zu erledigen. Und zwar bei dem Volk habe ich eine Königin zugesetzt. Da muss ich jetzt gucken, ob die aus dem Käfig ist und ob sie stiftet und ob sie überhaupt noch da ist. Und wenn das so ist, dann werde ich meine, da hinten die zwei Begattungseinheiten auflösen, weil ich die dann nicht mehr brauche. Die schmeiße ich dann zusammen, stelle da wieder eine Zarge hin. In diesem Fall eine von den Heroldzargen, die ich eigentlich loswerden will. Aber einzargig machen die sich noch gut da. Und da halte ich mir dann noch eine Reservekönigin drin fürs nächste Jahr oder bis nächstes Jahr. Kann ja immer mal was passieren. Ja, und dann werde ich jetzt mal den Smoker anmachen und hier reingucken. Da habe ich das Abspeckgitter noch drin, das ist jetzt bei allen anderen, das ist draußen, nur bei dem hier. Damit ich halt nur die 10 Waben durchsuchen muss nach der Königin und nicht den ganzen Stock. Weil in diesem Fall werden das 3 Zargen. Gut, schauen wir mal. Ich glaube, die tragen hier auch noch irgendwas ein. Springkraut oder sowas. Oder vielleicht blüht ja irgendwas vom Bauern. Ich weiß es nicht. So, noch die andere runter. Dann sind wir schon am Brutnest. Nicht, dass wir hier Räuberei kriegen. So. Smoker will heute auch nicht irgendwie. So, vielleicht sieht man ja den Käfig schon, denk schon. Oh. Ne, hier sieht man gar nichts. Oh, abgestürzt. Gut, dann hole ich es nochmal ran hier. Da ist der Käfig. Den ziehen wir jetzt mal raus. Ist natürlich leer. Also was heißt leer? Da ist eine Arbeiterin drin. Ausgefressen. Also Königin müsste im Volk sein. Da schauen wir jetzt mal nach. Und wenn die drin ist und stiftet, dann freue ich mich. Dann kann ich die anderen Einheiten auflösen, weil da sind ja noch alte Königin drin. Wer es mitgekriegt hat, habe ich ja die alten da einlaufen lassen zur Sicherheit. Falls hier mit denen was passiert, dann kann ich da die nochmal einweiseln hier. Gut, so, ein bisschen hoch. So, lass ich es mal. Noch mal ein bisschen hoch. Ich will heute irgendwie nicht, der Qualm. So, dann gucken wir gerade hier die Wabe nach, wo der Käfig gesteckt hat. Vielleicht haben wir ja Glück. Und die ist nicht weit weggelaufen.
So, dann gucke ich mal kurz da rein in die Zellen. Ah, Stifte sehe ich. Sieht man bestimmt nicht. Also Stiften tut irgendwas. Das müssen wir nur noch rauskriegen, wer. Ich hoffe, eine rote. Gucke ich mal hier gerade rein. Vielleicht sehe ich sie schon. Nee. Dann ziehen wir einfach die Nachbarwabe. Doch, jetzt sehe ich sie. Da oben läuft sie. Da läuft sie. Jetzt läuft sie runter. Ganz schnell runter. Ne? Na, ich ziehe sie mal raus. Auf jeden Fall ist sie da drauf, die Nachbarwabe. Vielleicht sieht man sie ja beim Rausziehen. Sup, da ist sie. Rot. Und wird verfolgt. Sehr schön, sagt man da. Alles klar, kann man die Einheiten auflösen. Gut, mehr wollte ich ja nicht wissen. Und Absperrgitter bleibt jetzt auch draußen. Alles wieder rein. Ah, die Handschuhe, die werden immer länger. Die Finger. Gut. Dann war's das für dieses Jahr bei diesem Volk. Das kann so in den Winter gehen. Zack, Numero 1. Was falsch gemacht haben heute beim Anzünden. Falsches Material. Upsala. Und der zweite. Und der Rest noch drauf. Und das war's dann. Gut, dann sehen wir uns beim Zusammenlegen der Begattungseinheiten. Gut, dann bis gleich. Da haben wir die Sachen, die ich brauche. Das wäre hier der Boden, in diesem Fall der hohe Boden mit Bausperre. Das ist quasi auch das Volk, das da mal stand, das ich aufgelöst habe, was ich in dem anderen Video gezeigt habe. Deckel, Folie und jetzt tue ich die zwei quasi weg. Stell die Zarge dahin und den Boden in die Mitte, so wie das letzte Mal. Und dann kommen halt die ganzen Waben, die da drin sind, in die Zarge. Und vielleicht lasse ich dieses Mal die Königin sich das unter sich ausmachen, wer da bleibt. Ich weiß es noch nicht, traue mich nicht so richtig, habe ich noch nie gemacht. Aber das wäre mal ein Experiment, wie man so schön sagt. Dass die das unter sich ausmachen, weil da sind ja zwei alte Königinnen und glaub zwei junge noch drin. Die anderen, nee, sind sechs, eins, zwei, ich weiß es nicht genau. Müsste ich oben drauf gucken, da habe ich es drauf geschrieben. Auf jeden Fall kommen die jetzt in die Zarge. Da wird noch schön Pollen eingetragen, da auch, Brut ist da. Die sehen eigentlich ganz gut aus, die haben auch Haufen Futter da drin. Ja. Gut, so sieht's aus, das mache ich jetzt.
Smoker habe ich wieder angekriegt hier. Der qualmt wieder wie die Sau. Und jetzt kommt die hier weg. Erstmal die Deckel runter, weil die sind am schwersten. Mit dem Stein da oben drauf. Ja, und hier oben habe ich es immer drauf geschrieben, wann ich da was gemacht habe. Königin rausgenommen, Königin rein, für welches Volk und so weiter. Die sind auch schwer. So. Nummer 1. Das raucht da wieder zu gut. Und der ist nicht so schwer. So, in die Mitte gestellt. Ach, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Nee, das ist kein Fehler, ich kann es ja noch drehen. Muss die Zarge mal drehen. Weil ich habe hier ein Loch, das brauche ich noch. Wo ist es denn hier? Von hinten komme ich ja nicht dran. Ist das festgeschraubt? Nee. Jetzt drehe ich noch das Flugloch oder den Flugloch heil. Damit nur noch eine kleine Öffnung da ist auf der einen Seite. Jetzt kommen sie schon an hier. Wollen wieder nach Hause. Ach, nee, das ist ein große. Stopp. Mal gucken, ob ich noch einen anderen habe. Muss ich doch noch mal drehen. Weil der ist auf der ganzen Länge geöffnet, das wollen wir ja nicht. Dann mache ich doch den anderen, mache ein Gitter davor. Ich glaube, so hatte ich das auch letztes Mal gemacht. Gut. So, dann fangen wir mal hier an. Mann, jetzt brennt er aber wirklich gut. Wenn natürlich die Königin schon nichts aussieht, dann kommt die gleich fort. Stifte sehe ich. Aber keine Königin. Zumindest nicht auf der Wabe. Die müssen wir dann gleich schön sauber machen, dass die da alle reinpassen. Noch mal gucken, nicht dass ich es übersehen habe. Nee. So, die nächste. Da ist sie. Ja. Die sieht ganz gut aus. Ich glaube, ich wage mal das Experiment. Wenn es in die Hose geht, dann könnte er mich in der Luft zerreißen. Wie kann man sowas machen? Gut. Nächster Abteil. Das ist die richtige Bearbeitungshöhe hier, muss ich gerade feststellen.
Ich glaube, hier hatte ich schon mal eine gesucht und nicht gefunden, die ich da benutzen wollte für das eine Volk zum Umbeiseln. Und das war, glaube ich, hier. Aber egal. Kommen jetzt alle da rein. Wird alles zusammengeworfen hier. Bisschen Rauch. Dann riechen sie alle gleich. So, die nächste. Vielleicht ist sie ja heute drauf hier. Auf der Seite nicht. Und auf der anderen Seite. Oh, hier ist noch eine. Da müssen wir raus. Fluglochfähren. Aua, da haben wir die schon falsch reingehangen hier. Die müssen wir nochmal drehen. Boot vorne, Futter hinten. So. Ich denke mal, die läuft noch da drin rum. Jetzt muss ich die Dings noch ein bisschen sauber machen. Die Rämchen hier. Sonst kriegt man ja gar nicht alle Rämchen rein. So, nächster Abteil. Ah, hier war ich schon lange nicht mehr drin. Gut besetzt. Wenn das, dann muss ich zwei warm, muss ich rausnehmen. Dann fangen wir mal hier mit der an, weil sonst passen nicht alle rein. Da kommt aber dunkler. Nur was da reinkommt, ganz dunkle. Ich schüttel das mal ab. Was kommt denn da rein? Ganz dunkle. Ist das Pflaumenschnaps? Die tue ich mal beiseite. Muss ich aber irgendwie sichern. Und gleich wieder da. Muss erstmal die Wabe sichern. Ah, ist ja auch alles voll. Man kann ja die Dings ausnehmen hier, die Futtertaschen. Mal abkehren. Oh, da brauche ich keine Bienen drin in der Zarge da drüben. So. So, bin wieder da. Haben wir die andere noch raus? Das ist eine schöne. Da läuft auch. Ah, da läuft auch eine. Da bin ich mal gespannt. Sieht gleichwertig aus. So. Dann wäre das eine erledigt.
Das kann man auf die Seite stellen. Das ist das nächste. Das war schwerer. Ja. Gut. Fangen wir wieder hier vorne an. Bisschen Rauch, kann nicht schaden. Da auch nochmal. Ich glaube, da lege ich auch mal was drüber. So. Hier hatte ich ja die Weise einlaufen lassen. Mal gucken, ob Stifte da sind oder ob sie sie abgemokst haben. Ich glaube, die haben sie abgemokst. Ja, da ist ein Nachschaffungs... Nee. Nee, da ist ein Stift. Also muss er noch da sein. Dann wahrscheinlich auf der anderen Wabe. Nee, hier ist auch nicht. Haben sie doch abgemurkst. Oder ich bin blind. Aber Stifte kann natürlich auch 3 Tage alte. Nee, ich sehe nichts. Keine Königin. Naja, ist ja jetzt auch egal. War auch ein Experiment. Oder war das das? Nee, das war das. Gut. Achso. Da müsste ich mal vorne im Gras gucken, vielleicht finde ich sie da. So, nächster Abteil. Das wird wieder ein extra langes Video, glaube ich. Ah, hab einen Hänger. So. Ich guck gerade noch mal, weil das ist noch ein bisschen Wildbau in der Ecke. Aber, nö. Mhm.
Hier war ich auch schon lange nicht mehr dran. Ist nicht so stark. Gucken, was mich da erwartet. Brut. Oh, eine rote Königin. Ach, wie eine rote. Ach, hatte ich hier noch einen? Ja, man vergisst so vieles. Gut. Die könnten wir eigentlich. Naja. Mal gucken, was am nächsten ist. Eins habe ich ja noch. Ein Abteil. Kriegen wir die Kiste doch voll. Ich dachte erst, ich hätte nicht mehr so viel. Eine Wabe passt noch rein. Das letzte ist ja schon leer. Quasi habe ich nur sechs Abteile. Ich glaube, da kann ich keine. Dann nehme ich lieber die andere raus. Weil die werden hier noch voll Futter sein, so schwer wie das Ding war. Futter. Aber nur Futter. Wow, ja. Yeah. Dann lassen wir die auf die andere Seite schieben, weil im Flugloch möchte ich das nicht haben, das Futter. So, Folie, wo ist die Folie? Da ist sie. Und sie haben den Eingang schon gefunden. Also zumindest ein paar sind auch schon am Sterzeln. So, jetzt noch die andere Ware. Eine haben wir noch. Ist auch so schwer. Haben wir hier gar keine Brut hier. Nö. Das gibt's doch nicht. Ist das waisenlos? Hier ist keine Brut mehr. Null Brut. So, was machen wir denn jetzt? Dann muss ich die eine, die linke da rausnehmen und die dafür rechts hin. Futterwabe. Ja, die sterzeln noch ziemlich doll. Oh, und ein Duft. Ah. Ja, was steht denn da drauf?
siebte, neunte raus für die Nummer 4 und die Nummer 4 hier rein. Ach, dann haben sie die doch abgestochen. Also das war nichts mit einfach einlaufen lassen. Also braucht er gar nicht machen. Bringt nichts. Wird abgestochen. Alles klar. Ich habe verstanden. Hat man sie vielleicht in Honig tunken müssen oder so. Aber da muss ich ja jetzt trotzdem. Muss ich die noch mal kurz parken hier und die andere rausnehmen. Noch die blöde Brombeere hier, die muss auch weg. Die war ziemlich leer hier. Ein bisschen Brut. Machen wir noch ein bisschen Brutentnahme zur Varroa-Bekämpfung. Ja, die kann raus. Die wird eingeschmolzen. Kommt erstmal hier rein. Zack. Weg ist sie. So, jetzt schiebert nochmal ein Stückchen rüber hier. Futter weg vom Flugloch, heißt das ja immer. Gut, Futter oben her. Ist klar. Und rein. So, alles fertig. Was heißt alles fertig? Aber jetzt wird es mich doch mal interessieren. Muss man nachher gucken hier. Ob die Königin hier rumliegen. Ja. Ist halt wie immer. Die suchen jetzt die Eingänge, die nicht mehr da sind, wo sie vorher waren. Und hier haben wir jetzt, ich glaube, eine Königin fehlt, zwei Königin fehlen. Hier haben wir jetzt vier Königin drin. Ich glaube, da sind jetzt vier Königin drin. Eine gezeichnet schon, rote. Eine habe ich nicht gesehen. Und zwei, die ich gesehen habe, ja, vier Stück. Mal sehen, wer das Rennen macht. Gut. Muss ich die hier noch rausklopfen? Bei dem anderen auch? Wo ist der? Da. Ah, die wollen schon raus. Machen wir mal auf hier. Tja, und da machen sie halt Wildbau, weil ich da kein Holz hin gemacht habe. Müsste ich noch mal runterziehen, so da, weil da halt so ein Raum bleibt. Den bauen sie natürlich aus, wenn gute Tracht ist. Gut. Und dann gucke ich hier natürlich rein, in weiß nicht wann, nächste Mal, welche Königin das Rennen gemacht hat. Ich nehme noch Wetten an. Ja gut, da hätte ich sie zeichnen müssen. Aber die rote ist im Rennen. Und zwei ungezeichnete und eine, die ich nicht gefunden habe. Vielleicht finde ich sie noch. Gut. Ich komme gleich nochmal. Da bin ich wieder. So sieht es gerade aus hier am Völkchen. Zusammengeworfenen Völkchen. Ich habe die anderen Kisten mal sauber gemacht, also ausgekratzt und abseits hingestellt. Ach, da sieht man sie da hinten. Da sind noch ein paar Bienen drin, die sollen noch abfliegen. Ja, und das war's dann auch schon. Da kommen wir zum Ende vom Video.
Und ich bin gespannt, welche Königin das Rennen macht. Im schlimmsten Fall habe ich gar keine mehr dann. Aber ich hoffe, dass eine überlebt. Ich habe hier mal so ein Dach hingelegt. Vielleicht sehe ich die Königin dann besser, wenn sie rausgeschmissen werden, wenn sie gerade vor die Tür werfen. Und vielleicht tragen sie nicht allzu weit fort. Dann finde ich sie. Mal schauen. Ich bin gespannt. Habe ich auch noch nicht gemacht. Sollte man ja auch nicht machen. Hätte sie auch gleich abdrücken können und nur eine belassen. Wäre vielleicht besser gewesen. Tja. Das wird hier noch eine Weile so weitergehen, bis die sich alle neu eingeflogen haben. Oder wissen, wo das Flugloch jetzt ist. Aber das klappt ja jedes Jahr aufs Neue. Da sieht man auch schön, wie sie sterzeln. Gut. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Video. Danke fürs Schauen und denkt an den Daumen und so weiter. Freut mich, wenn das einer macht. Und Kommentare ist auch nicht schlecht. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.